Das klingt nach einem Flieger, der rotes Zeug abgeben kann, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Der gibt oranges Zeug ab. Ah, neben uns. Ich hätte jetzt aufs Dach fallen müssen. Unsers. Ah, auch. Jetzt sehe ich ihn. Oh, eieieiei. Ein Heli. Das ist schon sehr auffällig. Da freut sich die Natur, aber irgendwie muss es ja mal weg. Ob man das recyceln kann? Weiß ich nicht. Was? Was war das denn? Dass ich das nicht herausfinde, liegt vielleicht daran, dass ich zu viel... Das waren bloß Blätter, oder? Ja, Orange. Das waren nicht zwei Kisten, so wie gerade eben erst eingesammelt. Das liegt daran, dass ich einfach zu viel aushabe. Das aber vielleicht auch besser so. Weiß ja nicht, ob ich hier rein will. Lucky, ich sieht's ungesund ich bin aus. An der Anlage. Hier machen sich alle in die Hose. Wegen dir. Die Ingenieure versuchen, die Chemiebecken zu reparieren. Finde den Kontrollraum, Danny. Yelena wartet auf Zugang zu den Computern. Sobald wir den haben... Herzinfarkt. Verstehe. Gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Nee, mir auch nicht. Mein Freund, wo kommt denn das her? Das hört ja hier einfach auf. Schwebt einfach so herum. Die Pumpstation sind kompromittiert! Wiederhole! Die Pumpstation sind kompromittiert! Ist doch schön. Vielleicht lösen wir das Problem gerade, deswegen verdünnisiert sich die Wolke. An alle! Verhindert eine erneute Überlastung! Ja. Wenn das noch ich würde sagen, ihr seid am Arsch. Hier muss ich vorsichtig. Geht's leider nicht rein. Bringt den Druck unter Kontrolle! Wir haben fast gewonnen entdeckt. Nein, wollt rein. Bringt es unter Kontrolle! Wenn McKay davon erfährt, sind wir tot! Ihr seid sowieso alle tot, wenn wir mit euch fertig sind und das werden wir irgendwann sein. Die Fässer nicht hochjagen, auch wenn es irgendwie schön gewesen wäre. Nein. Jetzt habe ich es doch gemacht.
wieder hoch. Einfach durch das Symbol herfährt. Und zwar, bevor das Ding hochgeht. Was ist das? Keine Stick durch hoch. Ich will ja gar nicht wissen, welche Granate kommt. Mir reicht ein einfaches Granatensymbol, das einfach nur sagt Granate. Aber andererseits bräuchte es das gar nicht. Entweder ich sehe die Granate, wie sie fliegt, oder eben nicht. Insofern machen wir das jetzt auch aus. Gesundheit, ja, fängt auch mit G an, aber das ist nicht das, was ich suche. Gegen Omris ist sowieso aus. Ich glaube, wir sind zu weit unten. Nicht richtig. Hä? Granatenhinweis heißt das doch. Position. Farben wird es nicht sein. Ist ja auch Quatsch. Ach so, Explosionsanzeige. Ich habe nach Granate gesucht. Okay. Genau, so soll das laufen. Nein, der hat uns das Metall nicht kaputt gemacht. Moment. Granate. Die sagen ja auch netterweise immer, wenn sie was werfen. Insofern brauchen wir den Hinweis überhaupt gar nicht. Ist zwar absolut nützlich, aber immersiv auch totaler Quatsch. Ah, ist schön, hier haben wir sogar Metall als Deckung. Wenn es genau nimmt, ist aber auch diese Entdeckungsanzeige immersiv nicht gut. Dürfen wir jetzt Schalter umlegen? An alle! Verhindert eine erneute Überlastung! Wenn das nochmal passiert, sind wir am Arsch! Bla 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 bla. Darf ich wohl einfach noch nicht machen? Hier da hinten? Ah, das war so ein Lämpchen, kein Knopf. Der aufpassen kann. Dann spiegelt sich. Sehr schön. Funktioniert sogar gut. Also, so wie es sollte. Waffe wegstecken sieht man auch. Stark verblasstes Gekritzel. Team, gebt das an alle Schichten weiter. Wenn dieser Yankee McKay unsere Arbeitskraft einsetzt, dann nur zu unseren Bedingungen. Selbst wenn Antoine den Kauf durch McKay Global bewilligt hat, wissen wir doch am besten, wie dieser Laden läuft und dass die neuen Quoten zu extrem sind. Einzelne Beschwerden scheinen wie von Zauberhand zu verschwinden, also müssen wir uns versammeln und unsere Bedingungen klar machen. Wir haben versucht, McKays Leuten zu zeigen, dass man mit uns reden kann. Jetzt müssen wir ihnen zeigen, dass wir auch anders können. Und dass wir uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Roberto. Geistergeschichte.
keinen Schalter. Wieso dürfen wir da nicht rein? Da sieht man, wie man da rein kann, weil da modelliert ausgestattet. Komm ich. So, hier waren wir schon. Hier dürfen wir ja auch nicht rein. Gleich noch mehr. Jelena, Dani hier. Ich hab dich eingestöpselt. Mach dein Ding. Muy bien, dann heizen wir dem Ding mal ein. Vielleicht sollten wir vorweg. Müssen wir noch die Knöpfchen drücken? Jelena, kannst du die Sache irgendwie beschleunigen? Hacken ist eine Kunst, Dani. Hetz mich nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie allgemein die Missionshinweise oben links entfernt. Ich kann ihn nämlich gar nicht aufrufen. Bring den Druck unter Kontrolle! Sonst zieht es ihn aber an. Oh, Raffinerie, da waren wir ja schon. Wir sind drin. An jedem Becken gibt es einen Überlaufkontrollschalter. Da waren wir schon. Und kaboom. Ja, aber es wird etwas dauern, bis die Becken explodieren. Also pass auf, dass keiner diese Schalter anfassen kann. Verdammt! Warnung, der Druck hat ein kritisches Niveau erreicht. Lass mir den Raum laufen. Noch sieht das Wasser in Ordnung aus, gleich nicht mehr. Warnung, der Druck hat ein kritisches Niveau erreicht. Alle an allen gleichzeitig sein. Das könnte schwierig werden. Hier wackelt's, da kann ich aber nicht gut zielen. Kann ich den Schalter nicht einfach rausrupfen? Ich warte einfach hier und hier. Gibt's noch zwei weitere? Hier ist doch alles hochgelaufen. Okay, wir haben es fast geschafft. Noch drei Becken. Musik in meinen Ohren. Apropos Musik. Hier ist Senior McKay. Wer ist hier der Manager? Rufen Sie mich sofort an. Ich will wissen, was da verdammt nochmal vor sich geht. Rucksack ist hier. Wir kriegen keine Unterstützung, das ist schade. Da kann man hochklettern und gucken, ob die noch irgendwann leer gehen. Da ist ein Kletterhaken. Das wirst du nicht tun. Sag ich doch. Unterstützung. Verdammt,
Annie. Wollen wir ihn mal anrufen? Ich glaube, er würde sich freuen. Oh, hier ist ein Mini. Mit Mütze und ich brauche etwas Schutz. Scheiß. Müsste man in Haus rein. Tschüss, Sally. Das genauso. Das ist ja noch ein Knopf. Brauchen wir den gleich noch? Ja, einen Stecker. Schnell, bevor der nächste Heli kommt. Erstmal die Waffe wegstecken, wenn sie da interagieren wollen. Und schon die Waffe einfach mit der anderen Hand festzuhalten. Ich denke gleich, dass sie richtig rund werden. Rund und bunt. Moment. Fast fertig. Du hast die Pipeline zerstört, aber es wartet noch das Toxiflow Reactant Ultrafiltration Downstream Osmometer. Das Toxi... Kipinga ist das. Wollen wir es abkürzen? Du findest es im Lager. Das habe ich bereits für Lucky geöffnet. Sie sollte dort sein. Bin schon unterwegs. Da, wo wir nicht rein konnten, ist alles so rot. Was wird denn hier gemacht? Sieht aus. Lustig. Ah, rotes Zeug. Danny, ich bin am Lager, aber ich kann sie nicht alle abwehren. Sie, ja, wir müssen erstmal welche abwehren. Ich kann es ja nicht um alles klären. Ich glaube, sie können es doch. Schön, dass du auch zur Party kommst. Bringen wir es zu Ende. Ah. Gerne doch. Gute Arbeit mit den Besten. Jetzt greifen wir das Herz an. Gestorben, Danny. Deiner Blut gekotzt. Niemals aufgeben!
kann auch die Leiter benutzen. Zu. Jetzt sind wir einfach oben. Wir müssen sie erstmal hinkommen. Ich sehe sie! Was macht sie denn? Hier ist jemand. Vielleicht kaputt. Steht jemand, nicht bewegen. Glaube ich nicht. Was kommt denn hier alles an? Wollen die irgendwas beschützen oder was? Ich glaube, wir kommen endlich neu, wenn wir hier nicht vorankommen mit der eigentlichen Aufgabe. Was müssen wir denn hier machen? Gab's nicht. Oh nee, das sollten wir nicht machen, wenn wir oben stehen. Ich hoffe, ihr bringt das in Ordnung. Wenn das diese beschissenen Libertad-Spinner sind, hetzt ihn eure Soldaten auf den Hals, klar? Einfach dadurch. Ihr nutzlosen Arschgesichter! Ich streich euch die Krankenversicherung! Erstickt doch alle an dem Gift! Wenn man mit dem Gift nagt oder das Gift an einem nagt, dann brauchen wir auch keine Krankenversicherung mehr. Da war's. Vielleicht auch noch was. Dann hast du gar nichts mehr. Ich ruiniere dich und dein dummes Land und deine beschissenen Rucksack-Rotznasen. Rucksack. Rotznase. Gefällt mir irgendwie.
Es können immer mehr Leute von uns sein. Wo ist denn hier noch was Gelbes? Volkszusammlung. Uiuiuiui. Das dürfte es dann gewesen sein. Was, du Abrucksack? Sage Dios zu einer blühenden Zukunft! Du hast es geschafft. Du meinst wir? Ich bin stolz auf dich. El Tigre wäre auch stolz auf dich. Wir brauchten nur ein bisschen Glück. Juan Ron hätte ja auch gerne mitgemacht. Der Wahl. Das ist eine iranische Geschichte. Hier scheint einfach nur Natur zu sein. Da ist noch ein FND-Depot. Du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. El Tigre wäre auch stolz. Wir haben den einzigen Ort auf der Insel zerstört, wo sie das Gift produzieren, das sie auf den Tabakfeldern im Westen verteilen. Sobald sie ihre Vorräte aufgebraucht haben, gibt es kein Wundermittel mehr. Ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Friedlich das hier aussieht. Also, wenn das rote Zeug nicht wäre. Es ist auf jeden Fall still geworden. Nach der ganzen Ballerei und der ganzen Explosion. Was soll denn eigentlich hier rechts fahren? Wie schön das geschmatzt hat. Eine SKS. Far Cry 6 hat in meinen Augen die schwächste KI, aber in meinen Augen gibt es ja auch die meisten Waffen, was wir schon alles eingesammelt haben. Dafür kann man keine Waffen mehr einfach von Leuten aufsammeln, die sterben. Was irgendwie doof ist, denn die lassen ja Waffen fallen. Warum kann man die nicht nehmen?
Zähler, das ankommt. Offizier, dein Rang wird dich nicht beschützen. Hey. Na dann, leg dich dazu. Ich sehe mal aus dem Auto rausspringen. Jetzt aber langsam mal wieder genug, jetzt muss ich hier wieder ein Feuerwerk veranstalten. Okay, hätten wir das auch. Können wir die Autos verwenden, die wir gerade unterm Hintern haben? Also das Auto? Ich würde mal ein Rennen angehen. Für ein Rennen haben wir auf jeden Fall ein sehr gutes Auto. Fertigtes Auto? Ich bin gespannt. Erstmal Munition einsacken. Hoffentlich macht ihr Cassios Herrschaft schnell ein Ende. Na. Endlich kannst du es diesem Kanal. Stimmt, wir hatten ja schon eins. Heiz durch McKays Anlagen und zeig ihm deinen Arsch. Da durften wir auch ein Fahrzeug verwenden, das uns gestört wurde. Naja. Ich finde die Musik nach wie vor cool. Die Anzeige hätten sie ruhig weiter nach oben setzen können. Erinnert mich an die Rennen in Hop County, die auch extrem actionreich waren. Das waren ja auch Stuntaufnahmen. Oh. Rennen sind gar nicht so schlecht. Da steht einfach mitten im Rennen ein Soldat mit einer Geisel. Oh, kommt gar nicht hoch, aber da stand ein Quad, das Quant. Ich hätte jetzt gedacht, dass da die Steine runterputzen. Ach Leute. Da steht einfach mal ein brennendes Auto am Straßenrand. Explosivfässer? Nein. Wasserfässer. Warum muss denn das so schmutzig sein? Dein aber fein, hat mir gefallen unter der Backenschaufel und dem Backerarm entlang. Mit Feuerwerk, Astro-Pilot und ab ins Wasser! Ist kein Wasser. Aber überlebt. Aber nochmal muss ich das jetzt nicht machen.
dass die Leute, die uns gerade beim Rennen fahren, zugeguckt haben, die gerade wieder nach Hause gehen, wurden extra für uns bestimmt. Aus die Kleinschein. Das muss uns noch zu einer Straße bringen, denn hier werden wir den Truck nicht geliefert bekommen. Gar nicht berührt. Na ja, da nicht Geschichte. Geht, glaube ich, nicht gut, wenn wir da jetzt langfahren. Das Ding ist mir natürlich zu langsam. Ich brauche eine Karre. Gleicher Radiosender. Da, dein Auto. Hast du einen Kratzer reingefahren? Den bezahlst du. Aber nicht mit deinem Leben, so sind wir nicht. Umfahren können, hab kurz gezögert, musste noch mal gucken, wer das ist, und dann als ich gesehen habe, was zu spät. Oh, das war knapp. Das war auch knapp. Wir mähen mal den Rasen. Das war alles andere als eine Abkürzung. Sie werden mir mit dem Auto nicht drüber kommen. Kopf eingezogen. Ärgert nicht die Autofahrer, die hier lang wollen. Geschichte erleben. Aber erst in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.